Diese Lektion mit dem spieltypischen Entscheidungstraining bezieht sich jetzt schon auf die praktische Umsetzung des Anwendungstrainings innerhalb einer Trainingseinheit. Und es geht darum, dass wir unsere Spieler versuchen wollen, in eine spieltypische Situation zu bringen, also eine isoliert trainierte Situation, die in genau dieser Art und Weise auch in einem Wettkampf auf dem Spielfeld so vorkommen könnte. Und innerhalb dieser Situation sollen die Spieler dann in der Lage sein, eben bestimmte Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt aufzunehmen und darauf basierend dann eine Entscheidung zu fällen und diese Entscheidung auch umzusetzen. Und eine wichtige Sache, die wir von unseren Spielern hier fordern müssen im Anwendungstraining, ist, diese Entscheidung frühzeitig zu fällen. Hier steht sogar explizit drin, diese Entscheidung muss bereits vor dem Anspiel erfolgen. Und das ist eine unheimlich schwierige Geschichte. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, in den ganzen Trainerlehrgängen in den letzten Jahren, die wir dieses hier schon geschult haben im Bereich des Nordwestdeutschen Volleyballverbandes, haben damit ganz, ganz viele Trainerinnen und Trainer aus den unteren Leistungsbereichen am Anfang Schwierigkeiten gehabt, am Ende, wo sie es verstanden haben, war ein unheimliches Potenzial erkannt. Und das versuchen wir eben hier in diesem Online-Kurs auch umzusetzen. Dieser Zeitpunkt, dieses Bevor, was wir hier oben in dieser Wenn-Dann-Bevor-Beziehung haben, ist eine ganz wichtige Sache. Und die Trainingsübungen müssen so umgesetzt werden, dass bevor irgendeine bestimmte Sache passiert, schon eine Entscheidung getroffen werden musste und eine Handlung eingeleitet werden musste. Und das muss sichtbar sein innerhalb der Übung. Das ist nicht einfach, aber das versuchen wir jetzt noch etwas tiefer dann zu begründen innerhalb der nächsten Lektionen. Wir haben aber noch einen Hinweis. Ich habe noch einen Hinweis, den ich hier geben möchte. Dieses Anwendungstraining ist eine unheimlich schwierige Sache, weil man sehr, sehr hohe technische Voraussetzungen an die Spielerinnen und Spieler stellt, die das umsetzen müssen. Und insbesondere kommt es häufig zu Situationen, dass ein bestimmtes Merkmal im Training gegeben werden muss, in einer Situation gegeben werden muss, das dann erkannt werden soll von dem Übenden. Und dieses Merkmal muss am Anfang sehr deutlich ausgeprägt werden. Und nur Spielerinnen oder Spieler, die das wirklich können, die technisch so versiert sind, die können das überhaupt leisten. Ansonsten ist der Trainer oder die Trainerin, bist du also gefordert, hier in diese Übung einzugreifen und hier bestimmte Signale zu geben, die dann beobachtet werden können und dann eben umgesetzt werden können. Wir versuchen das weiter in den nächsten Lektionen zu vertiefen und Beispiele zu geben, was hier genau gemeint ist.